Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Jurassic World. Wir haben beim letzten Mal endlich unser erstes Ei aus Dinosaurier-DNA hergestellt. Das hat echt lange gedauert. Das ist nämlich ein Confuciosornis-Ei. Ich habe wirklich keine Ahnung, was es ist. Es sieht halt nach Flugsaurier aus. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, ob wir das... Eigentlich ist hier perfekt, ne? Hier war ja eigentlich der Plan, das auszubrüten. Ich habe halt nur Angst, dass es später eventuell passieren könnte, dass das wegfliegt. Aber eigentlich als Baby kann es bestimmt noch nicht fliegen. Ich hoffe mal. So. Hä? Was ist denn jetzt? Schon geschlüpft? Oh mein Gott. Ich musste das Ei nur werfen anscheinend. Gezähmt. Okay. Das war jetzt ja irgendwie unspektakulärer, als ich gedacht hätte. Ich dachte, ich muss es erstmal lange ausbrüten, aber das scheint auch nur so ein Vogel zu sein, oder? Hm. Pflanzenfresser. Ein Weibchen. Auf Wandern, okay. Bestellungsartikelstock. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das frisst auf jeden Fall Gras und sowas. Also es ist ganz gut, dass wir noch Gras hatten. Ihr habt ja gerade gesehen, das hat auch direkt gefressen. Also brauchen wir die Fackeln hier gar nicht, so wie es aussieht. Ganz schön laut, der Kleine. Ich hoffe, der fliegt nicht davon. Wir können den bestimmt auch mit einem Name-Tag irgendwann noch, also mit so einer Namensmarke, können wir den später auch noch sicherlich benennen. Gehe ich von aus. Das ist jetzt echt unspektakulärer, als ich dachte. Ich dachte, das wäre irgendwas, worauf wir fliegen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kleine, ist ja wirklich winzig, dass der später so groß ist, dass wir darauf fliegen können. Okay, ich bin ein bisschen enttäuscht gerade. Wir lassen den mal hier so ein bisschen noch leben und wachsen und gehen dann in der Zeit nochmal weitersuchen, weil ich möchte hier noch etwas ausbrüten, worauf wir auch reiten oder fliegen können. Wir hatten übrigens noch... 5 Biofossilien, die können wir gleich mal da reinpacken in unseren Analysator. Und das hier ist übrigens das Namensschild, was ich meinte. Also mit sowas kann man die dann auch benennen. Und wenn wir sowas finden sollten, weil ich glaube, das kann man nur in Minen und sowas finden, werden wir auch unsere Tierchen dann nach Zuschauerkommentaren benennen. Also ihr könnt jetzt gerne schon für unseren kleinen Vogel da draußen Kommentare schreiben, also Namensvorschläge. Und dann werde ich davon welche aussuchen, sobald wir so ein Ding haben. Ich bin jetzt gespannt, ob wir hier noch was weiteres bekommen. Das wäre toll. Vogel ist auf jeden Fall super laut. Holy shit. Oh, wir haben was. Nautilus-DNA. Die kenne ich sogar. Das sind aber so Schwimmviecher. Kleine. Ich hätte gerne einen richtigen Dinosaurier, muss ich sagen. Ein Flugsaurier wäre cool gewesen. So ein Pteranodon oder sowas. Das Gute ist ja, diese Nautilus, die können wir auch freilassen und machen. Und die legen, glaube ich, relativ viele Eier. Und die Eier brauchten wir ja, glaube ich, hierfür, ne? Für dieses Bio-Goo. Können ja mal eben gucken, ob wir das auf die Schnelle hinkriegen mit den Nautilus. Haben wir noch eine Schaufel? Yes, haben wir. Ich mache da mal ganz kurz hier so ein Becken. Ich mache das jetzt mal erstmal provisorisch hier hin. Ich hoffe, das reicht dann. Machen wir mal 2 tief. Und da fülle ich dann jetzt gleich Wasser rein. Ah, der Mond geht schon wieder auf. Ich mache hier gerade so eine Endlos-Wasserquelle. Werden wir dann gleich benutzen nach dem Schlafen. Mit einem Eimer in der Hand. Sieht auch witzig aus. Die ganze Arbeit für nix, für so einen kleinen Vogel. Ich hoffe, der kann später irgendwas. Wie geht's dem denn? Guten Morgen. Vogel? Wo bist du? Da. Ist der schon gewachsen? Alter 0. Ich habe keine Ahnung, wo das steht. Hm. Tagaktiv. Vielleicht wird der auch gar nicht größer. Wir werden es beobachten. Fressen hat er auf jeden Fall. Es gibt auch noch solche Fütterstationen, die das dann automatisch machen mit dem Füttern. Da müssen wir dann auch mal gucken, wie das funktioniert, wenn es dann soweit ist. Aber ich glaube, wir können ihn auch zur Not erstmal per Hand füttern. Das ist, glaube ich, auch gar kein Problem. Wir haben ja auch Äpfel und Samen und sowas. Frisst er, glaube ich, auch. Oh, ups. Das haben wir alles da. Ist ja alles ganz entspannt. Ich hoffe, ich mache das jetzt mit dem Wasser richtig. Nicht, dass das da gleich
unterirdisch irgendwie Probleme gibt. Ich denke nicht, ne? Sieht nicht schlecht aus. Sollen wir mal probieren mit der Nautilus? Ach, die müssen wir auch erstmal umwandeln, ne? Das hab ich ganz vergessen. Die müssen wir erstmal hier rein. Let's go. Hoffen wir mal, dass das Ganze klappt und wir nicht wieder hier einen Fehlersaurus kriegen. Na, Kleiner. Ich habe echt das Gefühl, dass der nicht mehr wächst. Weiß nicht wieso. Der ist, glaube ich, auch noch nicht größer geworden, oder? Na, vielleicht ein bisschen. Oh, noch mehr Fossilien. Nicht erntbar, okay. Shit. Das heißt, wir brauchen dafür eine Eisenspitzhacke. Wir kommen gleich nochmal wieder. Oh, Diamanterz. Oh yeah. Unsere ersten Diamanten, das ist perfekt. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal hoch und machen uns schnell eine Eisenspitzhacke, weil ich glaube... Nee, ich habe keine mehr dabei. Perfekt. Nautilus-Eier. Oh, der hat nicht mehr viel zu futtern, ist aber nicht gewachsen. Der Kleine. Wie mache ich das denn jetzt? Es gibt auf jeden Fall auch so ein Fütterdings. So einen automatischen, genau sowas. Fütterer heißt der. Knopf. Ich glaube, das können wir alles herstellen. Vielleicht sollten wir sowas als erstes mal herstellen. Dafür brauchen wir normalen Stein. Das ist gebrannter Cobblestone. Glas haben wir noch. Eisen haben wir. Einen Eimer haben wir. Und einen Knopf können wir auch easy herstellen, glaube ich. Ups, das war falsch. Ja, Knopf ist einfach nur... ein Block einfach nur. Okay. Das kriegen wir, glaube ich, alles hin. Ich schau mal kurz. Eisen haben wir jetzt auch ohne Ende schon. Das ist gut. Das heißt, wir können uns nochmal eben einen Hut machen. Ah, der muss weg. Dann haben wir auch noch Schuhe. Dann haben wir schon mal eine volle Eisenrüstung. Was sehr gut ist. Eisenspitzhacke habe ich gerade auch schon gemacht. Jetzt geht es natürlich als nächstes darum, dass wir nochmal schnell das hier rausnehmen. Ein bisschen Stein brennen, dass wir normalen Stein bekommen. Und dann will ich nochmal gucken, ob ich jetzt so einen Knopf herstellen kann. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Brauche ich dafür einen normalen Stein? Wait. Geht das daraus? Oh, das ist ja perfekt. Das heißt, wir brauchen echt jetzt nur noch Glas. Den Eimer haben wir. Eisen haben wir auch und Stein brennt gerade. Das heißt, das sollten wir easy hinkriegen. Hier ist Glas. Nehmen wir hier nochmal Stein raus. War zwei schon genug? Ne, vier Stein brauchen wir. Dann müssen wir nochmal einen kleinen Moment eben abwarten. Und jetzt haben wir vier. Das sollte jetzt ausreichen. Fütterer, perfekt. Nice. Haben wir sogar noch vor Nachteinbruch geschafft. Dann ist auch unser Kleiner versorgt. Oh, der hat auch kein Food mehr. Alles an Gras aufgefressen. Kann das überhaupt sein, dass so ein kleiner Racker... Ich mache hier sowieso mal ein paar Fackeln rein. So ein kleiner Racker so großen Hunger hat. So, mein Kleiner. Wie funktioniert das jetzt? Ich glaube, ich muss hier einfach was reinpacken, ne? Ich schau mal kurz, was da hab. Bestimmt irgendwie so Äpfel oder sowas. Ich hätte jetzt auch mit dem Buch nochmal gucken können, was der an sich so frisst. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch Weizen frisst, vielleicht. Apfel habe ich auch noch. Weiß nicht, so Weizenkörner vielleicht. Könnte alles sein. Eine Kartoffel? Maybe. Fleischfresser ist er nicht. Blume können wir auch ausprobieren. Kann ich eigentlich jetzt irgendwas mit dem machen? Nee, okay. Der bleibt halt wirklich einfach so ein kleiner Vogel. Ganz schön enttäuschend. Okay, das hat funktioniert. Das auch. Das auch, perfekt. Oh, man kann ja wirklich alles reinpacken. Das ist nice. Also jetzt hier die Pflanzenfutter ist gestiegen und daraus sollte er jetzt selbstständig futtern können. So, der nächste Morgen. Jetzt ist es Zeit, Leute. Der kleine Piepmatz. Oh, shit. Mein Gott. Das wollte ich nicht. Ich habe keinen Eimer mehr. Oh nein. Haben wir noch Eisen? Houston, we got a problem.
Scheiße, wir haben kein Eisen mehr. Stirbt der jetzt? Ich glaube, der kann auch am Land, so wie es aussieht. Wachstums-Cooldown. Nautilus. 20 Minuten. Gehen wir nochmal runter und farmen und gucken mal, was passiert. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wir haben jetzt aber so die zwei unspannendsten Tiere ever bekommen. Gefühlt. Dieser kleine Vogel und dann so ein Nautilus. Aber der Nautilus ist halt, wie gesagt, gut auch für diese Eier. Aber erstmal gönnen wir uns jetzt Fossilien. Hoffentlich. Oh, da war, glaube ich, eins. Das. Ja, ein Biofossil haben wir bekommen und Reliktschrott. Und die ersten Diamanten. Ist das schön. Oh, das sind voll viele. Ich glaube, 8 Stück. Nice. Ne, 9 Stück sogar. Ist ja Wahnsinn. Richtig gute Quelle. Oder Ader. Wir buddeln aber nochmal ein bisschen weiter, weil wir brauchen jetzt auch noch Eisen wieder für einen Eimer. Ganz dringend. Da haben wir es schon. Das ging schnell. Ich meine, ich nehme auch noch mehr Diamant, so ist es nicht. Wir können uns gleich erstmal eine Dia-Spitzhacke machen und ansonsten weiß ich noch gar nicht, was ich haben möchte. Diamantrüstung wäre noch cool, Diamantschwert. Aber mit 9 können wir halt noch nicht so viel machen. Ich werde den dann wahrscheinlich erstmal ein bisschen behalten. Fossil. Ich brauche mehr Biofossilien. Damit aber gerade irgendwie nicht so Glück. Oh mein Gott. Fast erschlagen worden. Aber als Belohnung ein Biofossil bekommen. Immerhin. Machen wir mal schnell eine Diamantspitzhacke. Die gönnen wir uns jetzt. Und da muss ich gleich auch mal mein Inventar ein bisschen sortieren, muss man sagen. So viel Müll dabei. Steinhacke brauche ich noch. Ach, ich weiß nicht. Also ich müsste eigentlich mal sehr viel wegschmeißen und sowas zum Beispiel. Sowas brauche ich nicht mehr. Axt ja auch nicht. Und allgemein mal so ein paar Sachen zu Hause lassen. So Diamanten oder so will ich halt nicht mitnehmen, wenn ich unterwegs gehe. Nicht, dass ich die dann verliere. Das wäre sehr bitter. Wir machen jetzt erstmal schnell einen Eimer, einen neuen. Den brauchen wir nämlich definitiv. Den mache ich mal hier hin. Dann gucken wir mal, dass wir unseren Nautilus retten. Das wäre ganz schön. Hallo? Jetzt bewegt er sich auch. Er ist jetzt aufrecht. Also er scheint beides zu mögen. Wasser und Land. Ups. Ich wollte eigentlich mit Rechtsklick draufklicken, aber dadurch, dass ich die Fackel da hatte, hat das nicht funktioniert. Entschuldigung, Kleiner. Ich hoffe, bitte, er bewegt sich jetzt auch gleich mal. Ja, jetzt schwimmt er auch. Ah, perfekt. Dann haben wir wieder hier ein bisschen Ordnung reingebracht. Mal gucken, ob der sich vermehrt. Ich hoffe. Mach mal noch ein paar Fackeln hier drumherum. Ich werde da bestimmt 10-mal reinfallen, wo ich das hier umgebaut habe oder sowas. Ich hoffe, ich kann das noch umbauen, weil die Stelle gefällt mir eigentlich überhaupt nicht für ein Becken. Ist voll im Weg. So, jetzt aber mal ganz schnell kurz ein paar wichtige Sachen da lassen. Oh, Diamant. Nice. Oh, schon wieder so viel. Dann jetzt aber, glaube ich, 8 Stück. Ja, richtig gut. Ich bin gerade wieder fleißig am Sammeln, Leute. Ich habe aber noch nicht so viel Glück mit den Fossilien. Gab wieder erst 2. Aber ich habe hier noch solche Wirbelknochen und sowas gefunden. Und Gastornisfuß. Ich frage mich, ob man daraus auch DNA gewinnen kann. Und ansonsten habe ich gerade auch noch daran gedacht, dass wir diese Siebe haben. Damit könnten wir auch mal ein bisschen arbeiten. Weil ich möchte jetzt nochmal alles da durch den Analysator jagen. Aber selbst hier drin ist es ungemütlich gefühlt. So, als allererstes aber 6 Biofossilien, die ich geholt habe. Drückt die Daumen, dass das was Gutes wird. Das wäre schön. Ja, wir können schon mal hier ein paar Sachen da lassen. Diamanten. 14 Stück jetzt schon. Reliktschrott. I don't know.
weiß nicht, ob wir das noch woanders für brauchen. Aber teilweise braucht man das schon. So, ich wollte aber jetzt auch noch das Sieb anschmeißen. Das können wir nämlich auch nochmal durchhauen. Und wir hatten, glaube ich, draußen auch noch ein anderes Sieb. Wenn mich nicht alles täuscht. Mal blöder Sand. Wir hatten ja zwei abgebaut. Da haben wir nämlich noch ein Sieb. Ich nehme das aber auch immer extra raus, weil ich habe Angst, wenn dieser Slot hier voll ist. Wobei, hier sind ja die anderen Slots dann noch dafür, ne? Das macht eigentlich keinen Sinn. Also eigentlich kann ich es, glaube ich, drin lassen. Bis jetzt haben wir kein Glück. Das ist ja schade. So, Sieb Nummer 2 kommt mal hier hin. Ich weiß, es ist ein bisschen ungeordnet. Aber vielleicht kriegen wir da noch was raus. Ah, die Fossilien waren wieder horrible. Danke für nix. Der Lichtschrott. Probieren wir den auch nochmal. Doch, diese ganzen Sachen packe ich mal rein. Keine Ahnung, ob das funktioniert oder nicht. Schon ganz schön viel, was wir jetzt reingepackt haben. Noch mehr Karotten. Perfekt. Noch ein komisches Fossil. Zombie-Figur, Feuerstein. Steintafel. Okay. Schon interessant, was da alles rauskommt, muss man sagen. Also, ich kann ja wirklich die ganze Zeit stehen und irgendwie Sachen durch die Analysatoren und sowas jagen. Ich weiß halt nicht, wofür teilweise die Sachen sind, bin ich ganz ehrlich. Ich pack die dann erstmal in eine Truhe. Dann sollte das eigentlich passen. Die Sachen bringe ich dann gleich nochmal wieder rüber. Also richtig viel Glück haben wir jetzt hier gerade nicht, ne? Kommen auch scheinbar echt selten Biofossilien raus, weil bis jetzt haben wir hier nichts mehr bekommen an Biofossilien. Aber das heißt, ich werde diese Siebe auf jeden Fall weiterhin abbauen. Oh! Gastornis-DNA! Nice! Das heißt, wir haben jetzt diese DNA wirklich aus dem Knochen da bekommen. Das ist ja richtig gut. Oh! Megalania-DNA. Jetzt geht's ja richtig rund hier. Ich habe keine Ahnung, woraus wir das jetzt bekommen haben. Auch aus dem Knochen, glaube ich. Teerfossil. Nochmal analysieren. Ja, das ist ja super interessant gerade. Forus Rakos-DNA. Oha. Das ist ja insane. Drei verschiedene DNA haben wir. Wir machen es jetzt folgendermaßen, weil ich kenne die alle, glaube ich, nicht. Forus Rakos. Ist das dieser Vogel, den wir gesehen hatten? Forus Rakos? Wie sagt mir der Name was? Wo ich erst dachte, der wäre böse. Ich glaube schon. Megalania und Gastornis. Also ich weiß nicht genau, was das für Tiere sind. Ich mache jetzt einfach Ene, Mene, Mu und raus bist du. Und dann schauen wir mal. Ene, Mene, Mu und raus bist du. Okay, dann machen wir den Forus Rakos als nächstes. Ich glaube, das ist dieser Vogel. Den könnten wir sogar dann vielleicht als Reittier benutzen. Ich hoffe, das Ganze funktioniert jetzt hier. Das wäre sehr schön. Die anderen haben wir dann aber auch noch. Wir haben jetzt auch noch kaum was von diesem Bio-Ruhm mehr. Ey, dieser Vogel geht mir richtig auf den Sack, muss ich sagen. Das ist echt schlimm, Leute, wie laut der ist. Ist ja auch direkt neben dem Haus ist. Was haben wir uns damit angetan? Der hat aber mittlerweile schon 4 Herzen. Oh, Schreier. Ich weiß gar nicht, wie wir den hier wegkriegen. Dass wir den zumindest ein bisschen weiter weg vom Haus kriegen. Weil ich dreh durch, wenn ich das den ganzen Tag weiter ertragen muss. Hättet ihr mich nicht vorwarnen können, was uns da Schlimmes erwartet? Ja, das wird hier ein bisschen dauern jetzt mit dem Tierchen hier. Oh, zerbrochenes antikes Schwert. Haben wir gerade aus Reliktschrott bekommen. Ich glaube, das ist ziemlich gut. Antikes. Das können wir bestimmt reparieren. Verzaubertes Buch. Kann ich das verbessern, ne? Aber wie kann man das denn reparieren? Geht bestimmt irgendwie. Wahrscheinlich auch mit dem Amboss.
Das ist bestimmt stark. Können wir mal gucken, ob wir das dann auch noch herstellen können. Es gibt hier so viel zu entdecken. Das ist wirklich insane. Aber ich werde gerade auch mal so ein bisschen schlauer, muss ich sagen, weil ich so viel ausprobiere. Aber es ist fertig. Es hat geklappt. Jetzt haben wir das kultivierte Porus Rakos-Ei. Ich glaube, das war wirklich das, was ich vermute. Und Leute, wir müssen was gegen diesen Vogel tun. Er ist so laut und nervig. Ich würde ihn wirklich gern behalten, aber der ist einfach nur annoying. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ich glaube, wir brauchen so eine Leine dafür, wo wir das Ei jetzt hier machen. Hier sowas. Und dann können wir den ein bisschen weiter wegbringen vom Haus. Teertropfen haben wir. Wir brauchen nur noch mal ein paar Fäden. Ey, der ist so laut. Junge, 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 ey. Ich drehe hier noch durch. Oh, den kann man auch einfach werfen. Hat man die früher nicht ausgebrütet, diese Eier? Nee, nicht raus. Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung, muss ich sagen. Ich glaube, das liegt daran, dass das Vögel sind. Kann das sein? Der ist aber süß. Na du? Du bist ein Süßer. Du bist auch nicht so laut, ne? Und du wirst noch gut wachsen, glaube ich. Schauen wir dich mal an. Auch ein Weibchen. Und du frisst Fleisch. Okay. Mein Kleiner, warte. Warte, warte, warte. Oh, der Vogel ist raus. Okay. Flieg davon in die Freiheit. Nix dafür. Ich habe nichts gesehen. Ja, was soll man machen, ganz ehrlich? Ich weiß nicht, wie der Vogel rausgekommen ist. Ich glaube, er ist geflogen. Ist er gerade ausgebüxt? Weiß es nicht. Aber ich halte es nicht mehr aus. Haben wir ordentlich Fleisch hier rein. Man kann den mega vollballern, sehe ich gerade. Da geht noch viel mehr. Aber es muss erstmal reichen. Ich würde aber echt gerne noch so eine Leine zusammenkriegen. Er geht einfach planschen. Ist okay. Dann geh mal planschen mit dem Nautilus. Okay. Jetzt haben wir drei Sorgenkinder, die wir uns noch kümmern müssen. Das Schlimmste ist dieser Vogel. Ich drehe durch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Auf den bin ich gespannt. Ich glaube, auf den können wir auch dann später reiten. Aber Leute, ich glaube, für die heutige Folge soll es das gewesen sein. Wir haben jetzt drei Tierchen. Eins davon ist super nervig. Da müssen wir uns noch drum kümmern, dass wir das weiter vom Haus wegkriegen. Ich hoffe, die heutige Folge von Minecraft hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.